Herein. Oh, sorry. Ciao, Fnafing, bist du Schatz? Der Herr Jos. Ciao, Fnafing, hey, lang schon. Ich büchse mich da, wie sie dich her. Passt, ja. Ich habe sie eigentlich vor einer halben Stunde erwartet. Ach so, ja, was mir um die KV gehalten? Was dir gefällt, meine Rennauspuffsäule? Die halten jedes Mal auf, nicht? Was das? Ich bin eine halbe Stunde zu spät. Ja gut, dann geh halt eine halbe Stunde früher. Na gut, fangen wir mit dem Bewerbungsgespräch an. Gut. Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Ja, was kann ich nehmen? Ein Curetto Haag Sambuca. Ja, 7 Löffel Zucker, aber nicht umrühren, sonst macht er noch zu süß. Nein, Rau, bist du in der Früh krank. Jedenfalls für Zähne, nicht? Fangen wir lieber mit dem Vorstellungsgespräch an. Gut. Na gut, Ihren Lebenslauf entnehme ich, dass Sie die Abendschule besucht haben. Weißt du, jeden Tag auf Nachtbargärte. Ihren zum Pflegen ruhige Büchse, gell? Ja, ich müsste eigentlich einen Pilotenschein haben. Na, aber jetzt ernsthaft, dann lernst du viel über zwischenmenschliche Beziehungen, gell? Mit den Schneckeln, weißt du? Müsst du allem schauen, müsst du allem sagen, gefällt mir das schon oder trinken wir noch eins? Nicht? Wenn du bei den Schneckeln auch umpasteln willst und nicht gleich beim Gelfel, dann müssen die Sprich passen. Sie sind also ein Autobastler. Kannst du, ja. An welchen technischen Projekten haben Sie denn sonst noch gearbeitet? Boah, zuletzt an den Jalfa für den Mix hergerichtet für den Sommer. Was mit der Flex das Dach angeschnitten, Kabel gemacht. Jetzt im Winter ist halt wie kalt, jetzt müssen wir halt den Kapp aussetzen. Erzählen Sie mir mehr über sich. Hast du ja, weiß ich nicht. Wenn ich dir noch mehr erzähle, dann stellst du schon überhaupt nicht mehr an. Na gut, sagen Sie mal, warum wollen Sie eigentlich bei uns arbeiten? Ja, boom, wegen Josh. Die weißt du, was so ein Gelfle Mann kostet? Das ist brutal, verstehst du? Jetzt muss ich dir mal etwas fragen. Wer bedenkt da höher gepixelt? Ja, also am Anfang müssen wir sie kennenlernen und ausbilden. Also am Anfang etwas weniger und später wird es dann mehr. Später mehr? Gut, nach der Saison komme ich später. Ja, prinzipiell gilt, dass wir nach Leistung zahlen. Nein. Von dem kann ich nicht leben. Ich lebe auf großen Füßen, schau. Da ist auch kein Profil mehr. Ja, apropos Profil. Sie haben ja einen durchaus abwechslungsreichen Lebenslauf. Ich kann so. Langweile wird es mit mir halt nie. Gut, apropos anwechseln. Wechseln muss ich auch nicht. Den Winter auf nahe büchsen. Weißt du, was das Kies kosten? Deswegen möchtest du dir ein gutes Angebot von mir überlegen, gell? Ich muss jetzt so zacken, ich ans Gelfel unten in der Fußgängerzone stehen, weißt du? Sonst steht es mir nur ein Strafzettel auch, nicht? Weißt du, ich bin ganz klein her. Wieso sollst du zu Fuß gehen, wenn du vier gesunde Raffen hast? Gut, ich zack los. Fischbump, geh her. Explosion! Wir sehen es nach ein paar Gärten, gell? Hey, gib mir noch eine Hilfe aus. Du hast noch ein gutes Angebot zu überlegen. Und drauf bleiben! Soll weit! Hier, Leute!